Okay, Dad, die hier sind die letzten. Gut, dann packe ich die ins Auto. Danke. Sollte der nicht eher in einem Museum stehen? Hey. Das ist eine Art Familienjuwel. Mein, unser Opa hat damit sein 100. Tor gemacht. Auswärts, Coventry City, Februar 1969. Linker Volley. Traumtor. Hier. Hat mir Glück gebracht. Komm. Musst du wirklich los? Ich bin bald wieder da. Okay. Wenn du wieder da bist, trainieren wir zusammen, okay? Okay. Beeil dich, sonst verpasst du noch den Flieger. Ja, ich komme, ich komme. Hey, Alex. Danke. Du hast mich um Ratschlag gebeten, weißt du noch? Auf dem Rasen. Im Leben. Bleib dir immer treu. Das ist ja wirklich keine tolle Partie. Es gibt kaum nennenswerte Aktionen. Es fehlen einfach Ideen. Bisher konnten beide Teams nicht wirklich überzeugen. Ich würde heute mal kein Fußballfest erwarten. Wow, wow, wow. Seht mal, wer da aus Hollywood zurück ist. Hey, verstehe ich das richtig? Du kommst extra für die Feiertage zurück nach England. Und du verbringst Silvester hier bei deiner Mom und guckst in der Glotze Fußball? Alex Hunter, Firebeast! Oh Mann, immer noch eine Labertasche. Ich sag's zwar nicht gerne, aber es ist schön, dich zu sehen, Mann. Oh, das weiß ich doch. Ich sehe mich ja täglich. Ah, bescheiden wie immer. Hey, Danny. Sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Ah, hör auf. Wir sind Freunde. Es war verrückt. Erzähl mal, was los ist. Hä? Also, die Jungs gewinnen, das ist los. Okay. Der Trainer meint, ich wäre schwächer als der Typ, den ich eigentlich ersetzen sollte. Keine Ahnung, seit dem Wechsel geht mir zu viel durch den Kopf. Alle gucken ständig auf mich und wollen, dass ich so werde wie Alex Hunter. Vielleicht gehöre ich einfach in die Meisterschaft. Hör mal, lass dir das bloß alles nicht zu Kopf steigen, Mann. Zeig einfach allen, was du kannst. Wer braucht Alex Hunter, wenn er The Williams hat? Hm? Ja. Hm? Ja. 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 Ich wollte dir eigentlich nichts sagen. Was? Oder deine Gefühle verletzen. Finde ich sehr gut. Ich runterziehen, gern geschehen. Hm. Zeig, was du kannst. Okay, lass uns losziehen. Ich zeig dir, wie es geht. Oh. Thank you.
Großartig, Mann. Du hast wohl einiges gelernt, während du weg warst. Ja, das bleibt halt nicht aus. Das war gut. Fast vergessen, dass Fußball Spaß macht. Das ist dein Problem, Mann. Ja, kann schon sein. Wo feiern wir denn Silvester? Ich kenne deinen Club. Oh. Hat gerade erst eröffnet. Aha. Da können deine LA-Clubs nicht mithalten. Wirklich? Na, das sollten wir noch herausfinden. Hört sich gut an, Partner. Oh, komm schon, Mann. Ein bisschen früh, oder? Ich bin schon seit 5 Uhr wach, Mann. Cat muss Vorhänge ins Gästezimmer hängen. Ich muss den Handtuch nehmen, damit es dunkel wird. Oh, Jim, ist das Frühstück fertig? Jim! Wahrscheinlich hat er die Küchentür zu. Hey, Jim! Hey! Jim! Mann, was soll das? Schrei meinen Opa nicht so an. Zeig mal ein bisschen Respekt. Er wollte mir Frühstück machen, mir knurrt der Magen, Mann. Ich werde mal nachsehen gehen. Hey, Jim! Dad, in L.A. ist es mitten in der Nacht, oder? Ja, so ist es. Aber ich verhandle gerade mit Galaxy. Ein paar Top-Teams aus Europa haben Interesse an dir. Im Ernst? Wer denn? Atletico Madrid, PSG und Bayern München. Alex? Ja? Ja, ich bin noch dran. Versteh mich nicht falsch. Galaxy lässt dich nicht gerne ziehen, aber wenn solche Clubs anklopfen... Das ist der Hammer, Dad! Wie siehst du das? So gut, ich melde mich, sobald der Vertrag unterschriftsreif ist. Danke. Schon gut, bis bald, Junge. Warte. Und was ist mit dir und Kim? Was meinst du? Naja. Wie geht's weiter? Das kannst du nicht ernst meinen, es ist Bayern München. Du wirst uns zu den Spielen mitnehmen, oder? Neuer, Müller, Lewandowski, komm schon! Ja, aber natürlich, wenn du Glück hast. Das ist ein wichtiges Gespräch. Sie hat wirklich recht. So eine Gelegenheit bekommt man nicht oft, Alex. Ich werde euch echt vermissen. Ja, wir dich auch, Junge. Hey, und räum endlich mal dein Zimmer auf. Hey! Danny? Hey, Danny! Danny! Thank you.
Ach, schön, dass du da bist. Wird schon werden. Aber ich kenne hier doch keinen. Bist du sicher? Alex. Seinetwegen bist du hier. Dino! Seit unserer letzten Begegnung ist viel passiert. Aber dass ich hier bin, habe ich wohl deinen Leistungen in der Championship zu verdanken. Als du als Leihspieler zu uns kamst, hat uns das wirklich stark verbessert, nicht wahr? Ich habe dir auch viel zu verdanken, Dino. Das ist mein Agent, mein Dad. Mr. Hunter, endlich lernen wir uns kennen. Ihr Junge hat hier eine grandiose Zukunft. Alex ist hier in guten Händen. Alex, komm jetzt. Trainer, Presse, alle warten. Deine Ankunft hat hier einen ziemlichen, wie sagt man doch gleich, Medienhype ausgelöst. Andiamo. Danke, dass Sie heute alle hier sind. Es freut uns sehr, Alex bei uns begrüßen zu dürfen. Und jetzt zu Ihren Fragen. Ja? Alex, es heißt, Sie hätten mehrere Angebote europäischer Mannschaften gehabt. Warum sind Sie zu Bayern München gewechselt? Es ist eine große Ehre, bei diesem Club zu spielen. Als mein Agent mir von dem Angebot erzählte, überlegte ich nicht lange. Es ist wirklich eine große Ehre, Teil dieses Kaders zu sein. Und ich werde alles dafür tun, damit wir ordentlich Titel holen. Ja? Es wird viel über Ihr Alter gesprochen. Wie gehen Sie als 18-Jähriger mit dem Druck um, der auf Ihnen ruht? Können Sie einem Club zum Erfolg verhelfen, der bereits aus dem Europacup ausgeschieden ist? Hey Mann, so ist das Fußballerleben. Natürlich ist es schön, wenn die Leute auch an einen glauben. Dann kann man sich komplett auf das Spiel fokussieren. Wir haben Zeit für noch eine Frage. Okay, per favor. Ah, hinter Ihnen liegt eine turbulente Saison. Der Weggang aus der Premier League, der Einstieg bei den LA Galaxy, jetzt der Wechsel hierher. Wenn man sich Ihre Karriere und diese ständigen Wechsel anschaut, könnte man an Ihrer Loyalität zweifeln. Egal, wo ich spiele, ich gebe immer alles. Loyalität war für mich nie ein Problem. Solange mein Club an mich glaubt, bin ich glücklich. Okay, leider ist die Zeit um, Fine. Ich danke Ihnen allen vielmals fürs Kommen.